Willkommen zurück hier bei Let's Play Dragonfeller. Beim letzten Mal haben wir uns das magische Schwert Kadoom angeeignet, haben aber davor einen Drachen getötet. Also sind wir A, ein Dragonfeller der Güteklasse A und B, haben wir zwei magische Schwerter. Neuer Kampfstil wäre jetzt angesagt. Erstmal zu mir. Ich bin Jean Girard, erste Prinzessin von Girard. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass etwas Besonderes an dir ist. Und? Was soll ich für dich tun? Du sollst den Drachen in meinem Land töten. Ihr habt einen Drache? Oh Gott, ey. Wir halten es geheim, aber es gibt ihn. Einen Drachen und seine Dämonen. Wie hält man sowas geheim? Deshalb hat sich Girard so isoliert. Ja, okay. Wenn bekannt wird, dass wir Monstern ausgeliefert sind, zerfällt das Reich. Also ab von außen auch noch. Naja. Aber was kann ein Mensch mit zwei Schwertern da tun? Es ist ein großes Land. Ich verstehe. Töte nur den Drachen. Das ist schon genug. Wenn der Drache stirbt, können die anderen Monster von uns getötet werden. Vorher nicht. Und die Belohnung? Was kriege ich dafür? Was du dir wünschst. Darf ich mir dich wünschen, Prinzessin? Fuck. Du Gauner! Wenn du den Drachen tötest, kannst du mit mir machen, was du willst. Jesus. Gut, ich nehme an. Aber vergiss dein Versprechen nicht, Jean. Geht das jetzt schon in... Naja, wahrscheinlich nicht, aber what the fuck, ey. Darf ich mir dich wünschen? Das ist ja unglaublich. Wabra, du bist erbärmlich. Wenn das Balk dich schlagen kann, verdienst du den Tod. Das einzig Gute an dir war deine Stärke. Ohne sie hat dein Leben keinen Nutzen mehr. Ich kann nichts dafür. Ich wusste nicht, dass das Schwert so mächtig ist. Wir hören dir nicht mehr zu. Auf Wiedersehen, Wabra. Wartet, wartet doch. Das nächste Mal... Narr. Ein Dragonveller. Ein Mensch, der Drachen töten kann. Vielleicht ist mein Traum bereits wahr. Dieser Halfas hat irgendwas vor. Aber werde ich das zulassen? Seht, all die Schwerter gehören mir. Du hast doch nicht mal eins. Brauchst du gar nicht erst anfangen hier mit so zu rumzuspinnen. Naja, nur. Philipp und Jean waren entschlossen, das Reich zurückzugewinnen. Die Drachen waren fort. Die übrigen Monster waren bald von Philipps Rittern vertrieben. Ja, so hat er sie im Prinzip zumindest nur geheiratet. In Erwartung der Rückkehr der Drachen bereitete Philipp das Reich auf einen Krieg vor. Philipp heiratete Jean und sie gebar Zwillinge. Anna und Michael. Seriously? Sie machten sich auf die Suche nach dem Schwert, das sie zum Schutz des Reiches dringend benötigten. Wenn das jetzt wieder das komplett selbe Kapitel wie beim letzten Mal, dann wäre es ein bisschen langweilig. Mein ja nur. Tötete den Drachen, der Daharkas Diener befehligte. Wir haben noch nicht einmal was von Daharka gehört. Traf Philipp den Erben des magischen Schwertes auf der Insel Palais stark im Kampf. Prinz Michael von Girard, der Zwillingssohn von Kaiser Philipp und Kaiserin Jean von Girard.
Na, Live-Action-CD-Wechsel, ihr kennt das ja. Hurra, Moment. So, Dille. Aber hätte ich das gewusst, hätte ich im letzten Kapitel einfach weitergemacht. Statt jetzt hier... Ja, jetzt brauche ich auch nicht speichern. Statt jetzt hier den neuen Part direkt wieder im Kapitel 4 anzufangen. Aber... Naja, egal. Der Bote. War doch so ganz schwach ein Bild sogar. Meine Güte. Überall erschienen Boten der Drachen in Begleitung von Dämonen. Sie waren auf der Suche nach dem Schwert. Gee. Die Menschen wurden unruhig. Gerüchte verbreiteten sich wie Laubfeuer. Würde ein mächtiger Dämon das Ende der Welt herbeiführen? Who knows? Als das Schwert Azos gefunden wurde, wieso gefunden? Wir haben es doch. Gründete Maike mit Wilhelm die Ritter von Azal. Gemeinsam machten sie sich auf die Suche. Einer Spur folgend kamen sie in die Region von Saldo. Fuck. Wir haben das Scheiß... Ja, was heißt Scheißschwert? Aber wir haben das blöde Schwert. Warum also jetzt auf einmal... Als das Schwert gefunden wurde. Ist ja... Unglaublich. Blöde. Ja, tatsächlich so gesagt einfach. Prinz Maike, du kannst doch nicht gehen, ohne es der Prinzessin zu sagen. Wilhelm, du kennst sie. Sie würde da nicht hierbleiben wollen. Außerdem hat sie nächsten Monat ein Treffen mit dem Prinzen eines Nachbarlandes. Aber wenn du jetzt ohne die Erlaubnis des Kaisers gehst, gibt es später Ärger. Ja, also wirklich. Während wir darauf warten, wird die Lage schlimmer. Dann ist es zu spät. Wenn wir das Schwert holen, ist Vater schon nicht sauer. Lass uns gehen, Wilhelm. Na gut. Warte hier, bis ich dir sage, dass die Luft rein ist. Sein muss. Dieses Warten gefällt mir gar nicht. Er ist noch nicht mal... Er ist ein paar Schritte gegangen. Gefällt mir nicht. Ich gehe auch. Bestimmt treffe ich Wilhelm auf dem Weg. Ja, der Punkt ist... Saldos große Ruinen sind jetzt im Großen und Ganzen... derselbe Level wie die, die wir schon gespielt haben. Das heißt, im Großen und Ganzen muss ich jetzt... Naja, immer dahin spielen, wo die Cutscenes anders wären, glaube ich. Ja, Mann, Stadt von Verea. Ja. Also, prinzipiell kann ich sagen... Ja, wir spielen jetzt Maike. Das ist schon mal die erste Veränderung hier. Wir spielen Maike statt Anna. Wie Philipp und Jean auf den Trichter kommen, ihre Kinder genauso zu benennen wie beim ersten Mal, weiß ich auch nicht. Aber so ist es halt. Ja, wir haben jetzt das Schwert Kadum. Warum Azos gefunden werden musste laut Story, weiß ich nicht. Macht absolut keinen Sinn, weil wir es schon hatten. Aber ja, das ist halt so jetzt die Situation, wenn man so möchte. Es macht halt eigentlich keinen Sinn, dass wir den ganzen Mist nochmal machen müssen, aber ja. Kapitel 4 und 5 sind größtenteils identisch. Nicht komplett, aber es ist jetzt schon so, dass die Level, die wir hier sehen würden, alle genau dieselben sind.
Also würde ich sagen, ich mache an dieser Stelle, beziehungsweise ich mache das Video hier einfach jetzt ganz normal durch. Mal sehen, vielleicht passiert ja noch was. Aber ich werde dann beim nächsten Video erst dann wieder reinschalten, wenn es Cutscene gibt, etc. Wir wissen ja zum Beispiel, dass wir nicht mehr gegen Vapra kämpfen können, weil Vapra tot ist. Vapra wurde umgebracht. Das heißt, es muss da wieder irgendetwas anderes geben. Ich kann ja schlecht gegen einen Geist kämpfen. Ich meine, gut, ich kann, aber ihr wisst, was ich meine. Nein, ich wollte gerade keine Magie anwenden. Wenn, dann nimm halt Feuer oder so. Das war aber knapp. Also es sind schon kleine Unterschiede, aber wie gesagt, das ist erstmal größtenteils derselbe Mist, in Anführungszeichen. Soweit ich das sehen kann, sind sogar Kapitel 4 und 5 komplett identisch jetzt erstmal. Na, das ist so eine Dämonenkrabbenschande oder wie auch immer die Viecher heißen wollen. Ist mir auch egal. Könnten auch Killefits mit Anfassen heißen, ich würde trotzdem nicht davor laufen wollen. Zumindest nicht so nah, dass sie aufgehen können. Es ist... Ich weiß auch nicht, es ist schon irgendwie anders, aber es ist... Ist größtenteils auch komplett identisch. Ich weiß halt nicht, wie ich jetzt da wirklich vernünftig vorgehen soll, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich mir denke, es bringt nichts, euch denselben Mist doppelt und dreifach zu zeigen. Vielleicht warte ich auch und lasst mir von euch sagen, wie ihr das gerne hättet. Was? Gebe ich hier Schwert gerade keinen Schaden? Oh mein Gott. Das ist ja voll toll. Ich lerne es aber auch nicht, ne? Ich weiß ganz genau, bleibst du einfach stehen, kriegst du keinen Schaden von dieser blöden Attacke. Aber nein. Ich renne immer wieder weg. Jedes Mal. Und krieg dann trotzdem auf die Fresse, weil die Reichweite echt zu groß ist von dem Ding. Aber naja. Nein. Also, ja, da habt ihr mal die Explosion gesehen, etc. Das Nein ist mehr darauf bezogen, ja, ich wollte mich heilen, nicht mehr Magie auswählen. Aber macht ja nichts. Gib mir eine Plattform, damit ich da einfach rüberspringen kann. Ich habe zwar keine Ahnung, warum ich das will, aber ist ja egal. Also, ja. Ist vielleicht irgendwas drauf. Dem Gedanken muss ich überall hochspringen. Da könnte ja irgendwas sein. Nochmal ein P für unterwegs, auch wunderbar. Ja, aber es ist. Der Punkt ist halt, ich will jetzt nicht dieselben Gebiete doppelt und dreifach spielen. Weil es sich halt eigentlich nicht lohnt. Die Cutscenes etc. werde ich einspielen. Kapitelanfänge werden wir auch uns angucken, weil die meistens trotzdem anders sind. Habt ihr ja gesehen. Aber die prinzipiell selben Level, selbst wenn da das Gegnerplacement anders ist, ich glaube, das interessiert halt keinen. Ihr könnt mir dazu gerne eure Meinung schreiben, denn ganz so arg schnell bin ich mit dem Aufnehmen eh nicht mehr. Also wenn ihr jetzt noch schreibt, dann werde ich das noch relativ zügig mitkriegen. Sag ich jetzt mal. Ich versuch's auch so einzuhalten, dass es tatsächlich so ist, aber es ist so unsicher bisher nicht an. Ich meine, ihr seht ja, jetzt renne ich durch dieselben Ruinen wie beim ersten Mal. Total interessant. Bis ich den Schlüssel und alles hab, wird's ja auch nochmal immer ewig. Brauch ich euch... Ich soll MP benutzen, um ein MP-Fläschchen zu kriegen. Sehe ich das gerade richtig? Was ist denn da was anderes drauf? Na, ist ja egal. Ich leg's mal darauf. Ich sag mal. Mit gutem Glauben mache ich es einfach mal so. Au.
Nee, nee, nee. Au. Ja, ist schon nicht ganz so nett immer. Es wäre mir also wirklich lieber, wenn er, dadurch, dass er jetzt schon Kadoom hat, ich meine Kadoom, ne? Er könnte auch ein bisschen mehr Schaden machen. Aber naja. Wäre halt schon ganz nett gewesen. Was will man machen? Damit sind wir aus dem Level auch wieder raus. Wuppidu. Ja, und jetzt dürft ihr raten, wo es hingeht. Unter die Ruinen. Also, es ist exakt derselbe Mist, mal in Anführungszeichen. Deswegen wird dieser Part auch ein bisschen kürzer. Ihr habt gesehen, was ich meine mit, es ist im Prinzip dasselbe. Aber wer jetzt sagt, ich möchte, dass du es trotzdem machst, können mir das gerne sagen. Da werde ich dann versuchen, mich dran zu halten. Dementsprechend, er sagt mir nichts Neues, beziehungsweise er gibt mir hier nichts Neues zu kaufen zumindest. Sagst du mir aber was, ne? Ist hier vor einer Stunde ein stattlicher Ritter vorbeigekommen? Das ist sogar genau derselbe Text, oh mein Gott. Jetzt, wo du es sagst, ja, vor etwa einer Stunde. Aber war schon recht alt. Das war bestimmt Wilhelm. Ich mache mich besser auf den Weg. Ja. Dementsprechend, wie gesagt. Entscheidet euch. Bis dahin lohnt sich das hier nämlich eh nicht. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal, wenn es etwas Interessantes zu sehen gibt. Adi. Hallo, liebe Drachenjäger, und willkommen zum Outro von Dragonvala. Wenn euch dieses Spiel gefallen hat, dann lasst doch ein Like da, kommentiert es oder abonniert mich. Unten in der Beschreibung habe ich noch weitere Playlisten für euch mit Link zusammengesucht. Ihr könnt euch also gut genug austoben. Bei mehr als 100 Projekten sollte das auch kein Problem sein. Und ansonsten klickt auf Next, um das nächste zu sehen. Bye bye.